abgelaufen ist, um fit zu werden. Kurzer Gruß noch von Thomas Müller Richtung Lothar Matthäus. Und wir starten jetzt gleich mit euren Analysen. Und würdest du sagen, Julia, dass, wenn wir die Qualitäten mal nebeneinander legen, Mutter sagt ja auch, es ist ausgeglichen. Vielleicht sind sie nicht das bessere Team, aber sie sind weiter in der Idee? Ja, sie sind zumindest gefestigter. Es wirkt stabiler. Sie haben so ein bisschen Spektakel eingebüßt. Übrigens verfolgt von Edin Terzic. Ja, Spektakel eingebüßt zugunsten von Stabilität. Und ich glaube, damit ist Edin Terzic sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, ihm ist es ganz recht, weniger Spektakel, vielleicht auch weniger eigene geschossene Tore, hin zu mehr zu null, weiße Westen, Spiele, die eng sind, zu gewinnen. Und ich glaube, da sind sie... Guter Defensivverbund dann auch. Großen Schritt gemacht, ja. Und jetzt habt ihr eure Analyse, eine Kombi-Analyse. Lothar fängt an.